Vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Universität ist keine Universität, sondern eine Hochschule, wenn ich das noch korrigierend einführen darf, aber das interessiert nur Deutsche. Ich habe jetzt die nicht ganz leichte Aufgabe zu versuchen, einen kleinen Rückblick, Wrap-up dieser Veranstaltung zu machen, aber in Anbetracht der Aufmerksamkeitskurve und des Zeitablaufs will ich versuchen, mich kurz zu halten und das auch gar nicht so nacherzählend machen, sondern so ein paar Schlaglichter hauptsächlich werfen. Und mich als eingefleischter Pessimist fällt mir das immer nicht leicht, aber mit einer positiven Einschätzung beginnen. Ich finde, diese Veranstaltung ist, und das sogar besser als die beiden Vorgängerveranstaltungen, ein gutes Beispiel dafür, dass das Ansinnen der Plattform, der Deutschen Plattform für globale Gesundheit, die enge Verbindung zwischen nationaler und internationaler bzw. globaler Gesundheit deutlich zu machen. Wir haben eigentlich sehr schön die verschiedenen Verquickungen, die verschiedenen Links, wie wir neudeutsch sagen, aufgezeigt. Gerade im letzten Forum war das sehr schön zu sehen, wo wir von der nationalen Politik und ja durchaus auch, die ja begonnen hat mit einem globalen Aufriss, es geschafft haben, die globale Frage von sozialer Sicherung aufzuwerfen. Ich werde jetzt aber, wie gesagt, nicht alles nacherzählen. Ich fand nur bemerkenswert eben in dem Sinne den Satz, der Weltfriede kann auf die Dauer nur auf soziale Gerechtigkeit aufgebaut werden. Das heißt, das ist ja eine klare globale Aussage. Und wir sind ja in der letzten Session auf globale soziale Sicherung eben nicht Sicherheit. Ich erinnere mich an eine Phase, wo zum Beispiel in der GIZ plötzlich mal die soziale Sicherung als soziale Sicherheit auftauchte. Wir haben ja im Deutschen diese feine Unterscheidung zwischen Sicherheit und Sicherung mit dem netten Vorteil, dass sie beide mit demselben Buchstaben anfangen, also die Abkürzung gleich lauten, die aber im Englischen klar getrennt sind, nämlich zwischen Security und Protection. Und das muss man auch im Auge behalten. Ein anderes Thema, was auch die enge Verquickung zeigt, wir hatten kurz mal vorhin den Kommentar Business-Konflikt ausnutzen, also die Frage, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich zu intervenieren im Sinne einer verbesserten globalen Gesundheit im Hinblick auf den G20-Gipfel, die Frage, welche Windows of Opportunity werden da gerne genannt, gibt es Business-Konflikt und da spielt eben auch sehr direkt die nationale Politik hinein. Aus dem Beispiel Deutschland kann man das sehr gut klar machen. Die Belastung der Arbeitgeber in anderen Branchen durch steigende und horrende Arzneimittelpreise werden leider minimal ausfallen. In dem Moment, wo man die Arbeitgeberbeiträge deckelt zur Sozialversicherung im deutschen Modell, sind Arbeitgeber nicht besonders unter Druck mitzubezahlen. Also von dort wird man keine nennenswerte Unterstützung erwarten dürfen. Das ist also auch ein klares Beispiel, wo nationale und globale Gesundheitspolitik eng ineinander greifen. Wir haben länger über das Thema Antibiotikaresistenzen gesprochen, haben verschiedene Dinge dort erwähnt, die Gewinninteressen, die Ausrichtung der Medizinsysteme, der Tierhaltung und Tierzucht. Eine Geschichte ist mir da etwas unangenehm aufgestoßen. Ich habe nichts gegen Aufklärung der Bevölkerung, aber wenn als eine entscheidende Maßnahme zur Bekämpfung oder Beseitigung oder Vermeidung von Antibiotikaresistenzen Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung gefordert werden, finde ich das problematisch. Und zwar aus dem Grunde, dass man da dem Eigenverantwortlichkeitsideal der neoliberalen Politik sehr leicht aufsitzt. Ich kann es nicht erwarten, dass die Menschen, und das Thema ist eben nicht so einfach auseinanderzuhalten, auch Bakterien und Viren, auch wenn das für Profis völlig trivial ist, dass die Menschen wissen, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Sondern ich sehe dort ganz primär und überwiegend eine Bringschuld des Systems. Und die muss man auch einfordern. Es gibt Untersuchungen aus Italien, die mal geguckt haben, was passiert eigentlich, wenn man die Bevölkerung aufklärt über die Nichtindikation von Antibiotika. Dann kann man feststellen, okay, das wirkt für eine gewisse Weile, dass Menschen sensibler und kritischer mit Antibiotika umgehen, aber nach einem halben Jahr ist die Wirkung verpufft. Und dann gibt es noch ein Problem dabei, nämlich ein Problem, das wir auf anderer Ebene angesprochen haben, das der sozialen Ungleichheit.
Kampagnen wirken in verschiedenen sozialen Schichten immer sehr unterschiedlich. Und wenn ich jetzt auf Kampagnen setze und die Menschen sich selber informieren müssen, um Antibiotikaresistenz zu bekämpfen, verstärke ich damit die soziale Ungleichheit. Das heißt, ich begünstige die, die in der Lage sind, die Kampagnen zu verstehen, und benachteilige die, die sie nicht verstehen. Also auch ein Beispiel von Verstärkung von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit. Wir hatten auch einen weiteren Hinweis im Zusammenhang mit der mit medizinischen Gegenmaßnahmen als Strategie, das ist ein bisschen aus dem militärischen Sprachgebrauch entnommen, um mit Katastrophen und Schwierigkeiten umzugehen. Dort der Hinweis auf das Potenzial von vertikalen Programmen würde ich auch etwas skeptischer einschätzen, in dem Sinne, dass bisher kein Beweis vorliegt, dass sie in nennenswertem Umfang zur Entwicklung und Stärkung von Systemen beitragen. Im Gegenteil, allenfalls minimale Ressourcen gehen da rein und gleichzeitig bringen vertikale Programme, also damit meine ich sowas wie den Global Fund oder die anderen Kampagnen, Impfkampagne Gavi oder ähnliche Dinge, die eher zu einer Zerstückelung von Ansätzen in Gesundheitssystemen führen, anstatt zu einer tatsächlichen Stärkung. Entscheidend ist dabei immer, und das ist sehr deutlich geworden heute von verschiedenen Beiträgen, die Rolle der öffentlichen Hand. Daseinsfürsorge, und dazu gehört eben auch die Sicherung der Gesundheit und des Zugangs zu Gesundheit, lässt sich universell nur durch die öffentliche Hand gewährleisten. Wie man das dann genau organisiert und welche Rolle, welche Akteure dabei spielen, das ist sicherlich eine Entscheidung, die man von Land zu Land treffen muss. Aber die Verantwortlichkeit für gesundheitliche und soziale Sicherung liegt eindeutig bei den Staaten. Und es gibt ja auch solche, die haben das tatsächlich in ihre Verfassung aufgenommen, wie zum Beispiel Brasilien. Wir hatten vor allem in der ersten Hälfte des Tages sehr viel gesprochen über die biomedizinische Denkweise oder die Dominanz der biomedizinischen Denkweise bei Lösungsansätzen der im Moment als vorrangig diagnostizierten globalen Gesundheitsprobleme. Das ist sicherlich ein Problem. Wir hatten da das Stichwort Medical Countermeasures gehört. Was wir eigentlich viel mehr brauchten, wären ja Non-Medical Countermeasures, über die verschiedene Referenten heute ja auch wiederholt berichtet haben. Wir haben das gleiche Problem ja auch in der medizinischen Nothilfe. Epidemic Preparedness war das Stichwort, was auch viel heute Morgen. Wir haben auch dort das Beispiel, dass Nothilfeinstitutionen und die staatlichen Akteure, die sie unterstützen, sehr stark auf die Reaktionsbereitschaft im Fall von Nothilfekrisen setzen und damit die Gefahr einhergeht, dass man gar nicht mehr guckt, wie man es im Vorhinein eigentlich vermeiden oder zumindest reduzieren kann. Das ist eine grundsätzliche Gefahr, die wir überall sehen. Man guckt viel stärker in die Heilungserfordernisse als in die Vorbeugungserfordernisse und geht damit natürlich zum Beispiel weit hinter Vorstellungen von Alma Ata und ähnlichen Entscheidungen auf globaler Ebene wieder zurück. Wir hatten am Anfang angefangen, und das fand sich auch in verschiedenen Beiträgen stärker oder weniger stark wieder, damit, dass eben dieser biomedizinische Ansatz zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme und auch der nationalen übrigens weniger beiträgt, als allgemeinhin angenommen wird. Entscheidende Einflussgrößen, und das versuche ich meinen Studierenden immer beizubringen, wenn ich frage, woran liegt das, dass die Bevölkerung gesünder oder weniger gesund ist, sagen immer alle medizinische Versorgung, das ist völliger Unsinn. Das macht nur einen kleinen Teil aus. Gesundheit hängt ganz wesentlich von den ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungen ab, in denen Menschen leben. Und da gibt es ja auch ganz dramatische oder drastische Zahlen innerhalb von Ländern. Amit erwähnte das, dass die Trennung zwischen Nord und Süd heute ja nicht mehr geografisch nachvollziehbar ist, sondern nur noch eine soziale Größe darstellt. Wir haben Inseln des globalen Nordens auch in den Ländern des geografischen Südens. Und wir bekommen wachsende Inseln des globalen Südens auch im geografischen Norden, was gleichzeitig mit einer zunehmenden Ungleichheit verbunden ist.
das Problem von zusätzliche Problem der Gefährdung der Gesundheit in den ehemaligen Kolonialstaaten durch Krankheiten, die eigentlich lange bekämpfbar sind, aber aufgrund von Armut und Armutsbedingungen immer wieder auftreten, kam zur Sprache. Und damit die ganze Thematik, die wir im Deutschen mit den Begriffen direkte und indirekte Gesundheitspolitik bezeichnen. Also ein Thema, was weit über die Einflussbereiche der Gesundheitsministerien und damit auch über die Einflüsse der G20-Gesundheitsminister hinausgeht, sondern ganz andere Politikbereiche in ganz erheblichem Maße mit einbezieht. Ausgegangen ist, und das steht ja auch im Titel der Veranstaltung, die Geschichte von den Folgen der sogenannten Ebola-Krise in Westafrika. Wir sind anfangs auf den Begriff Health Security eingegangen, der so ein bisschen Polizeicharakter hatte. Gut, in Berlin könnte man sich noch daran erinnern, dass vor 131 Jahren oder 134 Jahren die ersten Gedanken an soziale, jetzt sage ich mal extra, Sicherung auch nicht so ganz weit weg waren von der Kontroll- oder Polizeifunktion. Bismarck als sozusagen formaler Begründer des Systems, das bis heute überlebt hat, hat ja auch nicht so sehr eine liberale oder freiheitlich oder befreiende Assoziation mit dem Aufbau des Systems, sondern durchaus auch eine sicherheitsschaffende und auch eine gewisse Kontrollfunktion, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist. Vielleicht als letzten Punkt, den ich aber eigentlich als am wichtigsten finde dabei, wie gesagt, viel haben wir über Sicherheit gesprochen und über die Transnationalisierung bzw. Globalisierung von Gesundheit, Zugang zur Gesundheit und soziale Absicherung. Das ist ein dickes Brett, was man da bohrt, das ist völlig klar. Also es gibt da verschiedene Vorschläge, wir haben da einige von gehört, dass man die soziale Sicherung über Ländergrenzen hinaus ausbauen muss, dabei verschiedene Finanztransfer, Ausgleich und andere Ausgleichssysteme aufbauen muss, um den Menschen auf der Welt, die im Moment keinen hinreichenden Zugang zur Gesundheit haben, diesen zu ermöglichen. Wir sind dabei aber eigentlich immer stehen geblieben auf der Ebene der Umverteilung. Es geht um die Umverteilung von Ressourcen, die in den reichen Ländern hinreichend oder sogar überfällig vorhanden sind, zugunsten der Menschen, die in Situationen leben, wo nicht genug Ressourcen vorhanden sind. Und das produziert, allein dieser Umverteilungsgedanke, produziert ja durchaus ein Bedrohungspotenzial für die, die etwas haben, nämlich die etwas zu verlieren haben. Die Menschen im reichen Norden. Zum Schluss kam die Frage auf, was passiert eigentlich, wie setzt sich das politisch um? Wir sehen, im Unterschied zu Amit sehe ich keine Links-Tendenz in letzter Zeit, wenn ich mir Wahlergebnisse angucke, sehr wohl eine Tendenz in Richtung rechtsnationalistischer bis faschistoider Parteien und Bewegungen. Das ist der Ausdruck die Ausdrucksform der subjektiv empfundenen, wahrscheinlich eher irrational wahrgenommenen Bedrohung durch eine sich sehr stark verändernde Welt. Es gibt andere Verhältnisse, die Machtverhältnisse sind nicht mehr so klar wie vor 20, 30 Jahren. Es gibt andere aufstrebende Länder, es gibt andere Strukturen innerhalb der Länder. Das ganze klassische Machtgefüge gerät auseinander. Gleichzeitig führt die sogenannte neoliberale Politik dazu, dass auch innerhalb der Länder und innerhalb der Gesellschaften die Ungleichheiten wachsen und man heute nicht mehr, wie das vor 30, 40 Jahren zumindest in Mitteleuropa der Fall war, davon ausgehen konnte, bei Beginn des aktiven Arbeitslebens bis zur Rente die Sache geschaukelt zu haben. Das sind alles Bedrohungsszenarien, die Menschen zweifeln lassen. Und das Sicherheitsthema, gerade kurz mal angesprochen, gestern war im größten Bundesland Wahl, das Sicherheitsthema spielt in all diesen Diskussionen eine große Rolle. Und Sicherheit ist immer, hängt eng zusammen mit dem subjektiven Bedrohungsgefühl. Das heißt, das ist eine wesentliche Ursache, die auch auf Gesundheit übertragen wird. Und das Schicke ist, das haben wir vorhin auch sehr deutlich gehört,
Da kann man schnell Lösungen anbieten, die biomedizinischen im Gesundheitsbereich oder Polizei aufrüsten im Sicherheitsbereich im größeren Maßstab. Das sind Sachen, die verfangen, lassen sich auch medial gut verkaufen. Auch das ist ein Thema, was man nochmal beachten muss, die veränderte Rolle und das veränderte Agieren von Medien und zusätzlich das Auftreten der neuen Medien und deren Implikationen für den gesellschaftlichen Diskurs. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, würde ich gerne andocken an dem, was Rachel Hammett eben vorstellte, die Berechnung des Chatham-Hauses, dass im Grunde genommen $86 reichen, um jedem Menschen auf der Welt eine zumindest grob hinreichende, ich sag's mal extra so, Gesundheits- oder Krankenversorgung zu gewährleisten. Wir müssen, glaube ich, wegkommen längerfristig von dem Gedanken der Umverteilung und grundsätzlich die Verteilungsfrage stellen. Und dieses Konzept der weltweiten sozialen Sicherung erweitern durch ein sogenanntes Endowment-Konzept. Wenn wir von universellen Rechten sprechen, davon ausgehen, dass im Prinzip ja, und das sagen viele Verfassungen, jeder Mensch auf dieser Welt die gleichen Rechte hat, dann ist es eigentlich nicht zu vertreten, dass manche Menschen aufgrund ihres Geburtsortes oder der Gesellschaft, in der sie groß werden, 1000-mal so viele Ressourcen vergeuden oder verbrauchen können, wie Menschen, die aufgrund ihres Geburtsorts diese Möglichkeit nicht haben. Man kann jetzt dieses Beispiel $86 nehmen und sagen, das reicht für eine, man kann es auch ein bisschen aufrunden wahrscheinlich, für eine ausreichende Versorgung. Und in dem Moment, wo ein Land oder die Bürger mehr verbrauchen, oder in dem Moment, wo man mehr Sprit, also mehr Benzin verbraucht oder Brennstoff oder Strom als der ermittelte weltweite Durchschnitt, muss man dafür abgeben und davon profitieren die anderen. Das würde das Konzept der Umverteilung erheblich erweitern und in diesem Rahmen könnte man eben auch ein System der weltweiten, der globalen sozialen Sicherung mit einbeziehen. Gut. Damit möchte ich Sie jetzt nicht länger als Zuhörer oder Ihre Aufmerksamkeit als Zuhörer nicht länger mit Beschlag belegen. Und Anne, vielleicht hast du jetzt nochmal die Chance, nochmal zu sammeln. Wir wollten ja, das hatte Anne gerade angedeutet, Anne Jung, dass wir gerne nochmal von euch und Ihnen Ideen sammeln möchten, was eigentlich jetzt, was Ihnen auf dem Herzen liegt, was Ihnen heute in den Kopf gekommen ist, was wir vielleicht als Veranstaltung den Gesundheitsministern bei ihrem Treffen mit auf den Weg geben sollten. Und sammeln dafür jetzt Ideen.